Ja, dann stehe ich wahrscheinlich als letzter Redner heute. Nach den immensen, ja, sage ich mal, auch bereits vortragenden Inhalten mit einem hoffentlich etwas leichter verdaulichen Thema heute in den Startlöchern hier, um Ihnen ein bisschen was zu den Entwicklungen von IBMs Cloud zu erzählen. Und bei IBMs Cloud sind wir ja von Beginn an als Softwarehersteller mit dabei gewesen, um zu gucken, wie wir da mit unseren Lösungen interagieren können. Und heute sollte den Vortrag eigentlich der Dr. Rother mit mir gemeinsam halten. Das stand auch so angekündigt, aber Herr Dr. Rother hat heute einen Terminkonflikt gehabt und der nimmt am AWK in Koblenz teil von der Kommen. Und da haben wir gesagt, das bisschen, was ich Ihnen heute erzähle, das kriege ich auch alleine auf die Reihe. Also von daher versuche ich mal mein Bestes und vielleicht für die, die uns noch nicht kennen, einen kleinen bisschen Hintergrund zu unserer Company. Denn die TSP beschäftigt sich ja nicht nur mit Migrationslösungen für die Cloud, sondern wir haben auch eine eigene Linie, die sich mit Warehouse-Lösungen beschäftigt. Wenn Sie dazu Fragen haben, das ist natürlich ein separater Vortrag, dann können Sie sich gerne auch hier im Chat an den Kollegen Andreas Finken wenden, der hier auch heute mit zugeschaltet ist und ihn da direkt mal zu diesen Themen interviewen. Worauf wir uns heute hier fokussieren, ist die aus unserer Historie entstandene Migrations- und Replikationssoftware BusFOI, die es in verschiedenen Ausprägungen gibt und die in einer ganz neuen Ausprägung die Möglichkeit, eine IBM-i-Maschine in die Cloud zu migrieren, grundlegend komplett revolutioniert. Und das sehen nicht nur wir so, das sieht auch die IBM so. Und deswegen sind wir da auch gemeinsam unterwegs. Und IBM hat uns da auch favorisiert, weil wir auch an IBMs Redbooks hier mit als Autoren geschrieben haben. Und ja, die, die uns kennen, wissen, wir sind seit 40 Jahren am Markt. Wir haben überwiegend Hochverfügbarkeitslösungen in der Continuity Line am Markt, haben aber auch die SaaS-Recovery-Lösungen, die für Kunden, die kleiner sind, die auch weniger als eine Maschine haben, interessant sind, aber auch eben für Kunden, die groß sind und Cluster fahren und auch diese Cluster nochmal zusätzlich gegen Ausfall, gegen Ransomware-Attacken und so weiter sichern wollen im Portfolio. Und da wir ja heute über Cloud sprechen wollen, mache ich mal nach dem Marketing-Intro relativ schnell den Schwenk aufs eigentliche Thema, nämlich warum ist denn als IBM-i-User die Cloud generell ein Thema, mit dem man sich beschäftigen oder befassen sollte? Wir wissen, IBM-i on-premise läuft wunderbar und never change a winning team und ist auch sehr verlässlich, ne? Aber Verlässlichkeit heißt ja auch nicht gleich Verfügbarkeit und die IBM-i ist ja in der Regel auch nicht alleine am Markt in den Rechenzentren tätig, sondern da helfen ja noch, sage ich mal, Systeme oft aus der, sagen wir mal, Windows-Welt, also aus der Mausschubster-Abteilung, die da heute auch gesetzt sind. Und die Interaktion der Systeme ist es eigentlich, um die es hier wirklich geht. Aber die Cloud, als Betriebsmodell, auch eben für eine IBM-i, ist halt schon deshalb spannend. Sie sehen, ich habe mir die Grafik hier mal geborgt bei der Vodafone Business-Abteilung. Auch die Vodafone setzt auf IBM Cloud, weil sie erkannt hat, dass eben viele Vorteile durch die Skalierbarkeit und durch die schnelle Verfügbarkeit in der Cloud an zusätzlichen Services, an Anwendungen, an Systemen, an Hardware, alles heute quasi als Dienst mit ein wenig Konfigurationsarbeit zum bestehenden Ökosystem hinzuzufügen ist. Und das ist halt in der Geschwindigkeit, im Deployment, würde ich mal sagen, heute ein geschäftskritischer oder ein geschäftswichtiger Vorteil, kritisch nicht unbedingt, aber schon, es kann schon ein deutlicher Vorteil sein, wenn man mit der Zeit geht, weil man dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, sein Business aufzustellen oder auch mal eben zum Testen Umgebung aufzusetzen, die man heute vielleicht aufgrund von Anschaffungswiderständen und Budgets nicht mal eben sich so dahinstellt, um einfach eine neue Anwendung zu entwickeln und etwas zu testen. Ja. Und da wir aus der Ecke Verfügbarkeit kommen, das ist ja für unsere Warehouse-Kunden ja auch kritisch, deswegen haben wir unsere Verfügbarkeitslösung BusFOI ja auch entwickelt, weil Ausfall von einem Warehouse und dessen kompletter Datenstruktur ist ja im richtigen Leben dann schon gleichbedeutend mit, ich muss mal eine Inventur machen. Das sind dann mal 14 Tage vielleicht Downtime, bis ich alles durchgezählt habe und alles wiedergefunden habe, was ich da in meinem Warehouse eingelagert habe. Und unter der Betrachtung auch der ganzen Kosten ist ja die Cloud nicht unbedingt ein Betriebsmodell, das als das günstigere Betriebsmodell gilt, sondern die Cloud ist, kann man schon sagen, äquivalent teuer. Es hängt immer davon ab, wie ich sie einsetze und wie ich sie nutze. Und gerade für den Use Case Disaster Recovery in der Cloud,
kann man schon sagen, dass die Cloud da sehr sexy ist, was das Pricing angeht, weil es so relativ einfach erklärt. Wenn Sie sich ein zweites Rechenzentrum an einem weiteren Standort selber aufbauen müssen, in Form von Gebäude, Kühlung, Zutrittskontrollen, Löschanlage, Dieselgenerator, ist das mit immensen Kosten verbunden. Also steht natürlich in keinem Verhältnis zu den Kosten, die Sie haben, wenn Sie bei IBM in der Cloud einfach eine Partition mieten und die auch nur so lange mieten, wie Sie die brauchen. Und dann entsprechend dazu Lizenzen und auch eben CPU und Speicher und Platte. Und das macht den ganzen Kram und auch diesen Betrachtungswinkel der Use Case hier Disaster Recovery schon sehr attraktiv. Ja, und da mal eben für Disaster Recovery oder auch High Availability in der Regel ja bestenfalls mal schon ein zweites IBMI-System vorhält, für den Fall, dass das Produktionssystem ausfällt, ist natürlich die Bereitstellung von solchen Ressourcen der Cloud nicht nur sehr schnell geschehen, weil ich dort auch fertige Betriebssystemabbilder habe, die ich sofort laden kann. Die brauche ich nur quasi einmal per IPL starten und dann habe ich eine neue IBMI-Maschine. Also schneller kommen Sie nicht an ein neues System. Ja, und ich kann in der IBM Cloud, das wäre jetzt der Part von der Dr. Rother gewesen, auch sehr elegant wählen, welches Release ich möchte und welchen Patch-Level ich möchte. Das ist in der Regel als vorgefertigtes Image einfach zur Verfügung stehend. Man muss es halt nur laden und starten. Und wenn ich das mache, um meine zweite Instanz in der Cloud zu aktivieren, für den Fall, dass ich sie brauche, dann zahle ich natürlich erst ab dem Zeitpunkt, wo ich die Maschine hochfahre dafür und nicht vorher. Kann sehr interessant sein. Wenn ich aber eine IBMI-Maschine und jetzt nicht nur eine, sage ich mal, Intel VM in die Cloud transportieren möchte, ist das für viele Strategen, die sich überwiegend mit der Intel-Welt beschäftigen, auf einmal nicht mehr ganz so einfach und das stellt sich als recht komplex dar. Woher kommt die Komplexität? Erstmal aus dem Mangel an Skill auf der AI-Plattform bei vielen Delinquenten. Das Zweite ist natürlich, je nachdem, wie die IBMI-Maschine beim Kunden aufgesetzt ist, hat sie ein IASP, hat sie interne Platten, hat sie externe Platten, stellen sich da schon mal die ersten Fragen bezüglich der Hardware-Konfiguration. Das Zweite ist natürlich auch, wenn ich in der aktuellen Umgebung meine Maschine sichere, um die dann in die Cloud zu verbringen, was ja der Regelfall ist, wenn ich eine Maschine woanders neu aufsetze, das heißt, ich mache einen Safe, in der Regel auf Band, und dann mache ich einen Safe 21 auf Band und dann mache ich einen Restore entsprechend auf der Zielmaschine, auf der ich diesen Restore wünsche, um die Maschine aufzubauen. So wie meine eigene Maschine im Keller eigentlich auch ist. Die erste Schwierigkeit, die sich dann zeigt, ist halt der Denkfehler, dass man in der Cloud halt ein physisches Band hat. Ich habe in der Cloud in der Regel kein physisches Band. Somit kann ich auch kein physisches Band in der Cloud restoren. So, da denken sich natürlich die Nächsten, kein Problem, ich kann ja auch ein virtuelles Band erzeugen. Stimmt, können Sie. Es geht in der Regel auch mit Bordmitteln. Die nächste Herausforderung ist aber die, dass Sie dann für das virtuelle Band, was Sie da erzeugen, natürlich den gleichen Speicherplatz brauchen, wie Ihre Platten heute schon belegen. Also im Idealfall sollten Sie heute dann eine Plattenauslastung fahren von ca. 40-45% max, denn Sie werden ja dann, wenn Sie das virtuelle Band erzeugen, auf die gleichen Platten legen, dann ja ungefähr bei der doppelten Kapazität ankommen. Also werden Sie ruckzuck, wenn Sie nur mit 45% Auslastung fahren, was unsere Kunden in der Regel nie tun, schon eine Auslastung haben zwischen 80 und 95%. Und das legt Ihre Maschine und Ihren Betrieb schon ziemlich lahm. Wenn Sie das aber noch gerade so hinbekommen, dann müssten Sie dann auch dafür sorgen, dass das virtuelle Tape, das Sie von Ihrer Maschine erzeugt haben, auch in die Cloud verbracht wird. Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, wie transportiere ich das? Ja, also ich kann es natürlich über die Leitung transportieren, dann sollte das natürlich insgesamt sicher geschehen. Aber auch, wie lange dauert das? Und was passiert, wenn die Leitung zwischendurch mal unterbrochen ist? Fange ich dann wieder von vorn an? Also Sie merken, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto viel mehr Fragen kommen eigentlich hoch. Und deswegen haben wir auch aufgrund dessen, dass wir natürlich mit unseren HA-Lösungen schon immer synchronisieren konnten. Wir konnten jede Workload, die on-premise läuft, auch über langsame Leitungen in eine Cloud-Instanz synchronisieren. Aber wir haben uns überlegt, dass das natürlich viel Aufwand bedeuten könnte, wenn ich einfach nur mal schnell eine Kopie meiner Instanz in die Cloud verbringen möchte. Und daher haben wir da eine Lösung geschaffen, die heißt Migrate 23 und die geht etwas intelligenter mit dem Backup um. Das ist keine HA-Lösung, das ist auch keine Disaster-Recovery-Lösung. Das ist eine Lösung, die imstande ist, halt das Backup, was Sie herkömmlich erstellen,
direkt auf der Leitung, die sie mit ihrer Zielmaschine in der Cloud verbindet, auszuführen. Das heißt, wir sichern in dem Moment, wo sie sichern, über die Leitung direkt auf das zukünftige Zielsystem, also auf ihre Cloud-Instanz, und wir restoren dann direkt auf der Cloud-Instanz ihre vorhandene Maschine. Allerdings machen wir dann eine Einschränkung. Wir restoren nicht das gesamte System, was Sie bei einem Safe 21 sichern würden, sondern wir sichern nur die für uns relevanten Informationen, denn, wie ich schon eingangs sagte, in der Cloud haben Sie ja bereits ein vollständiges Betriebssystem, das Sie aus einem fertigen Image laden können. Und das kann auch unterschiedlich sein durch unsere Technologie von Ihrem bisherigen System. Bis zu 2 Generationen Unterschied unterstützen wir da. Das heißt, Sie überspringen dann auch weiterhin nicht nur ein paar Schritte bei dem Backup, also der Backup, Transport und Restore-Prozess ist ja ein einziger automatisierter Prozess, sondern Sie gehen auch her und haben dann die Möglichkeit, halt in der Cloud auch gleich den Release-Wechsel in dem gleichen Schritt mitzuvollziehen. Also wir verkürzen quasi 4 Arbeitsschritte mit einem recht einfachen Tool. Und dieses Tool, das werden wir gleich sehen, das bieten wir halt auch über IBM an, über den IBM Cloud-Katalog, also quasi den App Store für Power-User. Und das kann sich jeder Kunde selber einfach dort ziehen und laden. Und IBM hat da natürlich ein Preisschildchen dran gehängt. Und dazu kommen wir dann gleich mal, wenn ich darum gehe, wie komme ich da kostenlos dran. Aber man kann halt heute wie auf dem Handy selbst im Android Play Store oder im iOS App Store quasi eine App laden und die auch ganz normal über den normalen Bezahlprozess bei der IBM quasi auch dann begleichen, die Rechnung dafür. Und da kann man entweder selbst Hand anlegen oder man geht her und beauftragt dazu die entsprechende Dienstleistung beim Partner oder bei der IBM, wenn ich mich da selber nicht so sicher bin und sich auskenne. Aber das Wichtigste ist halt grundsätzlich, dass man, bevor man so etwas generell tut, sich mal Gedanken gemacht hat, wie die eigene Umgebung aussieht, was habe ich für Netzwerkanforderungen, welche Bandbreiten stehen mir zur Verfügung, wie ist meine Internetanbindung, was habe ich für eine Peripherie bei mir im Unternehmen, wo stehen die Drucker. Welche Intel-Systeme kommunizieren permanent mit der IBM-i-Maschine, wenn ich die später mal vielleicht als Produktionssystem aus der Cloud heraus betreiben möchte. Aktuell sprechen wir ja noch gerade von dem Use Case, dass ich nur eine Kopie meiner Daten in die Cloud verbringe und das in Echtzeit, sodass ich, wenn ich mal einen Ausfall habe oder ich eine Flutkatastrophe erlebe oder ähnliches, dass ich weiß, dass meine Unternehmensdaten und Aufträge definitiv sicher in einem Rechenzentrum verwahrt werden, wo ich jederzeit Zugriff habe. Und wo sonst auch niemand ankommt. Sicherheit ist ein großes Stichwort. Daher die erste, natürlich wichtigste Frage generell überhaupt, was ich immer wieder feststelle, ist nämlich, dass hier da durchaus einige Missverständnisse im Raume sind, die man vielleicht mal auch ansprechen muss. Ist banal einfach, aber man muss es ansprechen. Wenn man eine IBM-Maschine bei IBM in der Cloud als Instanz anmietet, dann ist diese Maschine grundsätzlich erstmal aus dem Internet überhaupt nicht erreichbar. Das heißt, diese Maschine ist so abgeschottet und steht so sicher wie bei Ihnen im Keller, im Regelfall sogar noch etwas sicherer, weil ich wage mal zu behaupten, dass ein Großteil der Kunden keine richtige Zutrittskontrolle haben, um zu den Systemen zu gelangen, was bei IBM natürlich im Rechenzentrum definitiv gewährleistet ist mit einer Menschenfalle und was alles da an technischen Finessen heute Rechenzentrumsbetreiber so aufzubieten haben. Auch eine Argon-Gas-Löschanlage hat nicht jeder im Keller. Also, das sind schon viele Dinge, die da schon zunächst einmal von großem Vorteil sind. Dann ist natürlich die wichtigste Frage, wie bekomme ich denn überhaupt eine Verbindung zu dieser Maschine? Und natürlich ist die einfachste Antwort heute, auch die kostengünstigste, dass ich ein VPN as a Service bei IBM buchen kann. Das wird heute realisiert mit einem sogenannten Edge-Router, der ein sicheres VPN zu Ihnen in Ihr Netzwerk legt. Und das kostet circa sehr bezahlbare 50 Euro im Monat bei IBM. Und damit haben Sie die Gewährleistung, dass Ihre IP-Adressen, die Sie in Ihrem Netzwerk fahren, auch quasi für die Maschine nutzbar sind, die Sie in der Cloud als Instanz anmieten. Das ist im Prinzip eine Erweiterung Ihres Netzwerkes. Dass das Ding woanders steht, ist halt so, nennt sich dann halt Cloud. Aber generell ist es erstmal eine Möglichkeit, sehr schnell an Ressourcen zu kommen und die auch sehr dynamisch einsetzen zu können. Unabhängig jetzt mal davon, dass ich in der Cloud natürlich viele weitere Services oder auch Modernisierungsmaßnahmen dann separat nochmal anstoßen kann mit allen möglichen Third-Party-Lösungen oder auch IBM-Lösungen. Ja, und wie dann eben denkbar, ist es halt auch nur möglich, per VPN, über die VPN-Verbindung auf diese Maschine zuzugreifen. Somit kann man schon sicherstellen, dass die Sicherheit mindestens auf dem Niveau ist, auf dem sie heute ist, mit der Maschine, die man halt im eigenen Keller, im eigenen Data Center hat.
Und das wird oft gerne mal so hingestellt, als wäre diese Maschine, die man bei eBay mietet, nicht ganz so sicher wie die eigene, weil die ja im Keller steht. Ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen. Wenn wir mal beim IBM Cloud und App Store sind, dann sieht das als Screenshot so aus. Das heißt, Sie haben den Cloud-Katalog, den kann man ganz einfach aufrufen, indem man einfach eingibt cloud-ibm.com und dann finden Sie dort alles, was Sie sich so vorstellen. Da finden Sie die Möglichkeit, auch genauso Linux und Intel und Windows-Server-Instanzen oder Apple-Server-Instanzen aufzusetzen, aber auch die ganze Power-Infrastruktur. Und die wiederum finden Sie in PowerVS. Wie geht das? Also im Zweifel gehe ich erstmal her und registriere mich als Kunde und lege mir einen IBM Cloud-Account an. Dann hätte IBM gerne von Ihnen ein paar Bezahldaten, weil Sie ja auch als Kunde dadurch zunächst einmal auch identifiziert werden können, wenn Sie da eine valide Kreditkarte hinterlegen. Dann ist quasi die Feststellung der Person ja für IBM, dass Sie als Counterpart, der da sich anmeldet, eine juristische Person ist und auch eine Firma gewährleistet. Das Zweite ist, wenn Sie dann in eine Power4S-Umgebung gehen, dann erstellen Sie im Regelfall erstmal einen sogenannten Workspace. Dieser Workspace ist dann quasi das Zuhause für Ihre Umgebung. Sie können natürlich mehrere erstellen, also je nachdem, was Sie damit vorhaben. Und in diesem Workspace können Sie dann beliebig Power-Instanzen erstellen und auch die Sizing und die Größe der Maschine dynamisch quasi justieren. Da es zwei Arten von Systemen, physischer Art in der Cloud gibt bei IBM, müssten Sie sich nur zu Beginn einmal unterscheiden, wollen Sie auf einem Mid-Range-System oder wollen Sie auf einem Enterprise-System Ihre Workload beheimaten. Das sind die einzigen beiden Unterscheidungen, die Sie haben, weil natürlich das Enterprise-System viel höher skalieren kann, nämlich bis zu 240 Cores und das hat ja natürlich auch nicht jeder als Power 10 heute im eigenen RZ. Und da das Cloud ist, können Sie natürlich auch dynamisch bei dieser Maschine, wenn Sie mal den Bedarf hätten, auch mal einfach nur für einen Tag oder auch nur für eine Stunde mal 150, 200 Cores freischalten, zu sehen, wie Ihre Workload sich damit verhält. Also eine schöne Spielerei, sofern Sie das entsprechende Budget mitbringen. Und da wir über Budgets sprechen, kommen wir mal zu dem Thema, dass wir ja auch natürlich von IBM aktuell ein Angebot haben, das wird derart stark beworben. Es war immer schon so, dass Sie natürlich 200 Dollar Cloud Credits bekommen. Die Links scheren wir ja auch in der Folie. Das können Sie auch im Nachgang da rausnehmen. Für jeden Neukunden, der ein Sign-up in der Cloud macht, gibt es einen Spielcredit von 200 Dollar. Aber IBM hat für die Power-Kunden, weil damit kommen Sie nicht weit, aktuell ein etwas höheres Budget zur Verfügung gestellt, um Cloud und Cloud-Ressourcen im Power-Bereich zu testen. Wir haben auch verschiedene Proof of Concepts mit Interessenten, die wesentlich größere Enterprise-Systeme benötigen. Da kann man auch mit IBM natürlich drüber sprechen oder in den Business-Partner, dass da entsprechend höhere Budgets zur Verfügung gestellt werden, damit der Test und der Proof of Concept für einen Cloud DR oder für eine Cloud HA oder einfach nur für Modernisierung in der Cloud oder Developer-Ressourcen in der Cloud von IBM ganz anders bezuschusst werden. Weil IBM hat schon ein Interesse, Sie da auf diese neue Technologie und das neue Betriebskonzept mal zu heben und Sie mal da ein wenig mit anzufixen. Vielleicht noch kurz zu der aktuellen Folie der Hinweis, wenn Sie den Cloud-Katalog geben und einfach nur TSP oder Migration eingeben, dann erscheinen durch den Filter, den Sie damit setzen, automatisch unsere Migrationslösungen. Und da hätten wir zum einen einmal das reine Tool, das System Copy Migrate 23 for PowerI. Das bringt Ihnen eine komplette IBMI-Maschine, die im Restricted Mode gefahren wird, von Ihrem Rechenzentrum auf Ihre neue Cloud-Instanz mit allem, was drauf ist, allen Userberechtigungen, allen Devices, alles, was man eben braucht, damit es eine lauffähige quasi Klonkopie von Ihrem Produktivsystem in der Cloud danach gibt. Wenn Sie damit alleine nicht arbeiten wollen, dann können Sie dazu Services buchen. Das sind die PowerI Migrate 23 Services. Das buchen Sie alles bequem online oder beim Partner. Und dann wird Ihnen auch bei der Umsetzung nochmal Unterstützung gewährt. In der Regel ist das ein Tag Dienstleistung, bei dem wir hier sprechen. Der eigentliche Vorgang, das Einrichten der Migrate 23 Lösung und das Starten des reinen, kompletten automatisierten Migrationsprozesses in der Cloud dauert sagenhaft nur maximal eine Stunde und nicht mehr Tage oder Wochen. Wenn Sie ein System haben, das betriebskritisch ist und das überhaupt keine Downtime verträgt, dann gibt es bei uns auch noch die Migrate While Active Services. Da bringen wir die Software mit und auch die Services und werden eine etwas aufwendigere Lösung implementieren, mit der Sie imstande sind, Ihre gesamte Produktivumgebung im Hintergrund ohne Downtime
in die Cloud zu verbringen und auch in der Cloud zu testen, bevor sie dann in der Cloud möglicherweise weitermachen oder in der Cloud einfach mit der Umgebung ihre Entwicklung und so weiter betrauen und zum Testen das Ganze freigeben. Das ist aktuell das, was ich gerade eingangs schon sagte. Die Power-Kunden können aktuell über 2000 Dollar Credit verfügen, wenn sie entsprechend über ihren Businesspartner oder direkt bei der IBM hier diesen Antrag oder dieses Angebot annehmen. Und mit 2000 Credits kommt man relativ weit, um mal einen vernünftigen Proof of Concept zu planen. Und es ist natürlich auch eine Motivation, sich mal mit dem Thema überhaupt zu befassen, denn später wird es wahrscheinlich nicht mehr gratis sein, wenn es etabliert ist. Aktuell ist man dabei bei IBM sehr bemüht, die Kunden von dem Konzept zu überzeugen. Und ne, es gibt ja nichts Besseres als probieren. Das geht immer in der Regel über Studieren. Und wie man hier sieht, ist es halt auch so, dass man vielleicht auch zunächst mal das, was nie erklärt wird, auch erklären sollte, nämlich diese Credits. Was hat es damit auf sich? Diese Credits sind dann quasi eine eigene Währung der IBM für ihr IBM-Partner-Ökosystem. Es ist in der Regel wie eine Währung zu sehen und wie viel ich für diesen Kredit letztendlich bezahle, liegt an dem Wechselkurs, den IBM mir gibt. Also quasi, welchen Nachlass erhalte ich? Und damit ich im Vorfeld, wenn ich so ein Projekt budgetiere und plane, das alles auch quasi Sonntagnachmittag auf der Couch, wenn ich da Langeweile haben sollte, was ich natürlich in der Regel nicht habe, aber machen wollen würde, kann ich einfach über ibmcloud.com auf die Cloud-Seite der IBM gehen, kann dort auch ohne Registrierung mir entsprechende Maschineninstanzen und so weiter zusammenklicken und dann gibt es oben einen Tab, der heißt Kostenschätzer. Und der zeigt mir jetzt schon an, was ich in entsprechend harter Währung, also entsprechend in dem Fall hier auch Credits, die werden ja mit Dollar angegeben. Ich glaube, in Europa ist es sogar ein Euro. Kann ich schon sehen, was mich dieser ganze Kram kosten wird. Also in Summe. Also wenn ich jetzt eine Maschine konfiguriere und sage, ein Core in der P10 mit 10 Terra Platte, schnell drehende SSDs und entsprechend HBMI-Instanz mit 7.4 oder auch 7.5 auf Power 10 oder Power 9, je nachdem, was da gerade steht, je nachdem, in welchem RZ ich mich befinde. Madrid hat, glaube ich, schon Power 10, Frankfurt hat Power 9 und Power 10 und wird auch gerade auch die neueste Generation hochgezogen. Aber ich kriege relativ schnell einen Überblick, was für ein Budget ich benötige. Und dann kann ich davon natürlich die 2000 Dollar Credits, die ich von IBM fürs freie Testen bekomme, natürlich gegenrechnen und sehe, was ich dann netto wirklich noch fürs Projekt bezahle, bevor ich da überhaupt mit jemandem überhaupt über dieses ganze Vorhaben spreche. Also sehr transparent, es ist sehr klar, es ist sehr einfach. Und wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir Teil des IBM Cloud-Kataloges sind und auch unsere Services das gleiche sind, also wir sind Teil des IBM Cloud-Stacks, wenn man so will, kann man diese Credits, die IBM hier einem zur Verfügung stellt, natürlich auch durchaus benutzen, um unsere Migrationssoftware-Tools darüber über diesen Credit zu beziehen und damit das Projekt eigentlich loszutreten. Und sage ich mal, binnen eines Tages meine ganze alte IBMI, die 30 Jahre vielleicht keine Cloud gesehen hat, einfach mal in die Cloud verbringen, um zu gucken, wie kann ich damit Vorteile für mein Unternehmen erzielen. Sei es durch Modernisierung, durch Skalierbarkeit, durch weniger häufige Hardwarezyklen etc. pp. Und das ist natürlich eine prima Möglichkeit, die IBM uns hier bietet. Und das wollte ich dann entsprechend heute auch mal in der Community entsprechend mitteilen. Und wenn ich natürlich so ein Cloud-Projekt plane, dann helfen wir auch gerne dabei, auch unsere Business-Partner helfen gerne dabei. Da geht es natürlich darum, mal zu schauen, was habe ich für eine Anwendungslandschaft, wie sind die Abhängigkeiten mit der Intel-Welt, was wollen die Netzwerker bezüglich der Sicherheitsanforderungen des Unternehmens beachtet haben, muss ich an der Firewall was tun, etc. pp. Also dann braucht man schon mal in der Regel ein paar Meetings vorab intern, auch gerne mit einem Partner moderiert, um mal zu schauen, was ist da an Anforderungen zusammenzutragen. Und auch hinterher muss ich mir natürlich Gedanken machen, wenn ich in die Cloud gehe, das war für mich auch eine Lernkurve, da gibt es natürlich ein anderes Identity-Management als jetzt einer normalen Serverinfrastruktur, weil die Cloud kennt ja noch ein paar mehr Schichten und ein paar mehr Ebenen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, aber man sollte das eben auch mal gesehen haben. Das kann man natürlich auch selber entdecken, indem man sich einfach mit einem kostenlosen Cloud-Account mal da anmeldet und mal sieht, wie ist das geregelt im IAM bei der IBM.
Also Identity Access Management gibt es einen eigenen Tab, einen eigenen Reiter, der ganz klar definiert, welche Rollen Mitarbeiter haben. Ich meine, nicht jeder Mitarbeiter ist natürlich auch gleich Entwickler oder nicht jeder Anwender sollte auch die gleiche Berechtigungsstufe haben wie ein Entwickler, der am Code drehen darf. Also vollkommen klar, dass es da was geben muss. Gibt es in der Cloud, ist aber nicht eins und eins das gleiche Zugriffsmanagement, das Sie von Ihrem bestehenden IBM iServer kennen, sondern es geht natürlich da noch ein paar Schichten weiter rauf und auch ein bisschen weiter runter. Deswegen Zeitrahmen realistisch einschätzen und stecken, ganz wichtig, um die Erwartungshaltung, die man an so einem Projekt hat, auch zu treffen. Und auch vielleicht zusätzliche Kosten berücksichtigen, falls man nochmal eine Beratung braucht oder vielleicht hat man auch einen Softwareanbieter, der für eine weitere Instanz dann auch nochmal für einen Lizenz-Key, den man natürlich dann auf der zweiten weiteren Maschine benötigt, dann auch nochmal entsprechend ein bisschen Budget allokieren sollte, wenn ich die Software dann auch dort einsetzen möchte, falls ich Load Balancing betreiben möchte, etc. pp. Aber da kommen viele Sachen dann zueinander und dafür sollte man sich auch die entsprechende Zeit nehmen. Ja, das soll geplant sein und dann ist auch hinterher, sage ich mal, keine Enttäuschung zu erwarten. Das ist hier von IBM auch der Link gleich, wie ich zur Cloud Credits Seite komme. Wenn ich auf IBM Cloud slash free gehe, gibt IBM natürlich da im Regelfall aber erstmal nur die $200 raus. Deswegen auch nochmal die IBM 2000 $ Offerte nochmal schriftlich hier abgebildet. Und so sehen Sie halt, dass Sie hier von IBM sich dann auch nicht auf irgendwas anderes verweisen lassen müssen. Und wie gesagt, wenn Sie bei IBM einmal einen Cloud-Account haben oder Ihr Partner das für Sie managt, dann können Sie diese Credits, die IBM Ihnen dann gleich gut schreibt auf diesem Account, auch gleich nutzen, um eine quasi kostenfreie Teststellung inklusive Migration in die Cloud zu realisieren. Wenn Sie einmal, wie gesagt, den Account haben, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, dann ist es mit Hilfe von IBM und Partnern oder auch ohne diese relativ leicht möglich, da sehr schnell Fortschritte zu machen. So, Cloud-Adaption richtig planen, sagte ich ja gerade schon mal, wäre jetzt nochmal die Zusammenfassung. Welche Vorteile man zieht, ich glaube, das sieht man erst dann, wenn man es macht. Ist mir genauso ergangen, wenn ich jetzt in die Cloud gehe bei IBM und ich wollte mir nur eine Power-1-Instanz erstellen und man neigt ja da doch durchaus dazu, mal rechts oder links des Weges zu gucken, was dort alles an Möglichkeiten fast unendlicher Weite sich ergeben, bis hin zu ERP-Lösungen, Flottenmanagement-Lösungen, selbst Macintosh-Server kann man da aufsetzen. Also das ist total verrückt. Und die könnte man alle gleich interagieren lassen, indem man das IBM-System mit denen in eine quasi interne Netzwerkverbindung in der Cloud bringt. Ja. Aber man kann es natürlich auch viel einfacher halten. Man kann natürlich, wenn ich einmal meine IBM-Maschine in die Cloud transferiert habe, sich schon überlegen, wenn natürlich die Bandbreite und die Verbindung für die User und auch die angehängten Devices wie Drucker oder Datenerfassungsgeräte okay ist, dass ich natürlich durchaus mal beim nächsten Generationswechsel vielleicht meine Produktion in die Cloud verlagere. Und dann kann ich auch hergehen und natürlich mir eine Redundanz bauen, indem ich in der Cloud mal recht schnell eine zweite Instanz einfach klone und dazustelle, die vielleicht auch spiegle, die auch an einen zweiten Standort verbringe, wie jetzt hier DSGVO-konform bei IBM sind aktuell natürlich dann Frankfurt und Madrid, weil in der EU. Und ich kann natürlich relativ schnell über Cloud-interne Leitung auch, da haben wir glaube ich 5 Gigabit anliegen, mal eben Frankfurt mit Madrid spiegeln und somit meine Daten zusätzlich zu meiner On-Premise-Instanz natürlich dreifach vorhalten. Wir haben da so ein schönes Modell mal entwickelt, das heißt 3, 2, 1, also drei Kopien der Daten an zwei verschiedenen Standorten. Und das ist natürlich etwas, was natürlich hier den Rahmen heute sprengen würde, aber da können wir gerne im Nachgang auch nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Wichtig, glaube ich, ist für den heutigen Part, den ich hier Ihnen rüberbringen wollte, durch die Cloud-Credit-Offerte und dadurch, dass die TSP die einzige Lösung ist, die Migrationssoftware in diesem Cloud-Stack drin hat und auch aus Deutschland kommt und auch der erste Europäer überhaupt war im Cloud-Katalog, da bieten sich natürlich vielfach Möglichkeiten, die wir zuvor so nicht hatten. Ja? Stellen Sie sich vor, einfach mal eine neue Maschine hinzustellen, Ihre ganze Workload darauf zurückzusichern und die dann in Betrieb zu nehmen und das von IBM komplett gesponsert. Gab es so noch nie. Und ob Sie die Instanz dann halten wollen oder nicht, wenn die Cloud-Credits aufgebraucht sind, das liegt ja ganz bei Ihnen. Und wenn man es kostengünstig einfrieren will, könnte man einfach die Platte weitermieten,
und die Maschine ausschalten, dann hätte man zumindest eine Kopie seines Systems in der Cloud für den Fall, dass man es braucht. Ja, wären vielleicht nicht aktuelle Daten drauf, aber schon mal besser als gar nichts zu haben. Und wenn ich ein Backup habe, kann ich das ja auch damit später noch verbinden und dann wieder auf den neuesten Stand ziehen, ohne dass ich jetzt große Kosten habe. Also das von der Perspektive Verfügbarkeit, Datensicherheit, Redundanzen aufbauen und von der dynamischen Skalierbarkeit der Cloud zu profitieren, ist gerade, weil IBM natürlich die Power Cloud hier für Power-AI-Maschinen auch optimiert hat, eine ganz, ganz tolle Option. Und dass sie jetzt das auch möglich machen, dass man das einfach mal als Schnupper-Abo hier probieren kann, finden wir natürlich genial, was natürlich auch uns unterstützt in dem, was wir hier mit IBM gemeinsam entwickelt haben. Ja, also ich wäre soweit dann mit meinem kleinen Vortrag hier zu Ihrem Feierabend hin hoffentlich in der Zeit geblieben. Und ich habe jetzt mir noch ein paar Minuten natürlich extra offen gehalten, falls Fragen kommen, weil schlichtweg natürlich alles nicht beantwortet werden kann. Jeder hat eine individuelle Umgebung, jeder macht das ein wenig anders, jeder hat andere Anforderungen. Und wenn das jetzt hier zu öffentlich ist, können wir das auch gerne im Nachgang im persönlichen Gespräch machen. Ja, oder Sie sprechen mit Ihrem Businesspartner, die auch mit uns in Kontakt stehen. Und dann können wir das Ganze sicherlich auch mit unterstützen, wenn Sie sowas mal planen oder vorhaben in naher Zukunft. Robert, ich übergebe mal wieder an dich an die Moderation. Ja, danke, Marc. Ich denke mal, wir sind in dem Cloud-Bereich, sind wir noch im Pionierstadium, dass wir viel experimentieren müssen und ausprobieren, oder wie weit ist das alles schon so richtig produktiv? Also ich habe da den Überblick nicht so wie du. Also ich würde jetzt sagen, also vor 2,5 Jahren sind wir mit dem ganzen IBM Cloud-Team da gestartet und da war das noch relativ in den Kinderschuhen. Da hatten wir noch Probleme, ein vernünftiges VPN aufzusetzen, das gescheit lief. Da mussten wir noch mit Jump-Servern auf Intel-Linux-Basis in der Cloud arbeiten und darüber in die Power-Umgebung gehen, weil die im eigenen Rechenzentrumsabschnitt bei IBM im Cloud-RZ steht. Und seit ungefähr 1,5 Jahren ist das so krass nach vorne gesprungen, kann man sagen, mit 7 Meilenstiefeln, dass es heute im Alltag angekommen ist. Also es ist nicht mehr experimentell, es ist nicht mehr wackelig oder kippelig oder hibbelig. Es ist wirklich so, du kannst wirklich heute hergehen, VPN mit einem Edge-Router buchen, dann gibst du deine IP-Adressen an, dann erstellst du deine Instanz. Das geht, dauert maximal einen halben Tag, wenn du weißt, was du tust. Und dann brauchst du noch, wie gesagt, einmal deine Workload drüben, weil eine leere Cloud-Instanz ist in der Regel ja wenig spaßig, da machst du ja nichts mit. Ne, du willst ja deine klassische Anwendungswelt mit allen Dingen, die da drauf sind, erstmal da haben, um mal zu gucken, wie performt das. Und dann ist ja mal das Wichtigste, die Frage zu klären, was macht das Netzwerk? Ja? Welchen Traffic habe ich eigentlich? Ja? Viele sind sich dessen nicht so bewusst, dass da vielleicht viele Anfragen, wenn jetzt die Maschine Produktivsystem in der Cloud ist, dass es viel Traffic geben kann zwischen der Intel-Welt und der Cloud-Instanz. Aber technisch ist das heute von den Bandbreiten, auch selbst die, sagen wir mal, lahmen Bandbreiten, die wir hier so in Westdeutschland haben, eine schon derart gut und in der Praxis angekommene Lösung, dass sie wirklich aktuell eine echte Alternative ist. Und ich glaube, dass die, die zu lange zögern, und sich nicht den Nutzen dieser Möglichkeiten schaffen, ja, sei es für Entwicklungen, Testen und so weiter, muss noch nicht mal Disaster Recovery sein, aber Disaster Recovery rechnet sich halt viel schneller, ne? Das ist ja klar. Also da kann man nur noch sagen, also dann will einer auch keine Zukunft für seine IBM. Ja, ich habe natürlich jetzt nicht alle deine Sätze mitgekriegt. Ich weiß nur aus Kontakt mit IBM, die Abrechnung von solchen Maschinen in der Cloud läuft ja monatlich, ne? Ja. Ich Da gibt es glaube, das. eine Rechnungsübersicht, die kriegst du übrigens noch mal bei jedem Online-Cloud-Hosting-Angebot, sei es, ob du privat eine Webseite bei 1&1 hast oder jetzt hier ein komplettes Rechenzentrum bei IBM in der Cloud mietest, was ja durchaus kein Thema ist. Das kannst du ja, wenn die Budgetlinie es hergibt, kannst du quasi das große Rechenzentrum der Allianz in München innerhalb von einem Vormittag in der Cloud nachklicken. Dann hast du das gleiche Pech sofort laufen. Das ist total irre. Also die Frage ist, ob es irgendwann mal zum Status kommt, wo man sagt, so eine Elpa, die muss nicht ständig laufen. Ich brauche die nur am 1., 2., 3. des Monats, dann lege ich die wieder schlafen und zahle dann nur für 3 Tage statt für Das ist 30 genau Tage, das, ne? das ist genau das, was man den Leuten auch erstmal vermitteln muss, auch wenn man Disaster Recovery macht.
wenn wir das mit unserer Software machen, das ist ja der Vorteil, wir brauchen ja dafür, dass wir in Echtzeit die Daten, die geändert werden auf dem Produktivsystem, in der Cloud verhältnismäßig wenig CPU, um das tun zu können. Das heißt, wenn ich heute eine Maschine mit 2 Cores habe oder auch 4 oder 10 Cores, auch nur vielleicht mit einem Core, dann reicht es in der Cloud oft, selbst bei einer 4-Core-Produktivmaschine auf dem Campus, dass ich in der Cloud nur mit einem Viertel-Core fahre, was natürlich deutlich günstiger ist, ja, als das jetzt mit vollen 4 Cores zu tun. Warum? Brauche ich nicht. Ich schreibe ja nur weg, was sich ändert. Dann reicht das. In dem Fall, wo mir die On-Campus-Maschine um die Ohren fliegt und ich die Cloud-Instanz dann zum Produktivsystem erkläre, Und dann fahre ich dann die halt schreibe ich hoch, halt ne? noch 3,75 Cores dazu. Dann habe ich auch meine gewohnten 4 Cores. Dann haben die User keinen Impact. Und dann zahle ich natürlich auch gerne, weil meine Kiste ist weg, mein Business ist weg, aber dann läuft es da weiter. Ja? Und da kann man natürlich auch mal drüber nachdenken, dann auch redundante Leitungen zu buchen. Ja? Man muss ja da nicht nur mit einer kleinen, schmalen Leitung arbeiten, man kann natürlich auch dann von mir aus auch eine MPLS-Leitung mal in Betracht ziehen, wenn man weiß, dass man da bleiben will. Wir haben ja heute Und nur dann. davon gesprochen, dass wir eigentlich mal die Möglichkeit schaffen wollen, mal da reinzuschnuppern und möglichst fast ohne Budget. Gut, Ja. ich meine, was sichergestellt ist, ist natürlich, dass du, wenn du in der Cloud eine Maschine hast, dass die eigentlich immer läuft, ne? Also du brauchst dir keine Gedanken machen über irgendwelche Plattenausfälle oder solche Geschichten, ne? Aber man Du muss kannst natürlich Platten trotzdem, dazu stecken, da klickst du ein paar Platten dazu, dann sind sie da. Ne? aber man muss natürlich trotzdem, ich sag mal, Betriebssystem-Services, die muss man dann weiterhin erbringen, PDF-Installation, Genau. Release-Wechsel und solche Geschichten, ne? Also es ist Und nicht ich glaube, Automation. Cloud ja, ist aber nicht Automation ich glaube, und das ist Outsourcing dann, von Services. Das ist also, Cloud ist das wäre nur ein dann, anderes Geschäftsmodell. ja, Du aber musst das den wäre Kunden vielleicht dann fragen, der nächste dass es Schritt, macht. weil dann eine Firma sagt, okay, ich habe meine Blackbox, die heißt IBMI, die läuft, ist mir ganz egal wo. Und wenn ein neues Betriebssystem von der IBM kommt oder PDFs, dann werden die von dem Service Provider mit installiert und ich brauche mich nicht darum kümmern. Ne? Das sind heute genau die gleichen Businesspartner, mit denen man bis dato auch gearbeitet hatte. Also man kann sie alle in Deutschland, die man kennt, aufzählen. Ich kenne da keinen, der da nicht mit dabei ist und der was im Bereich Cloud tut. Ob sie jetzt die IBM Cloud selber promoten oder ihre eigene Cloud, weil sie die vielleicht besser skalieren konnten. Ich weiß es nicht. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Ich glaube, dass IBM natürlich da von ihrer Aufstellung, ihrer Börsennotierung mit ihrem Kapital da vielleicht etwas andere Möglichkeiten hat als ein Businesspartner. Ich will jetzt die Businesspartner Clouds nicht schlecht machen damit, aber das ist ja einfach eine logische Überlegung zu sagen, wenn dann, sagen wir mal, ein Weltbörsenkonzern hintersteht, der auch die Produktion der Plattform in eigenen Händen hält, ja, also wo packt er die Innovation rein? Und IBM hat ganz klar erklärt, dass die Cloud ihre Infrastrukturplattform der Zukunft ist. Ja, das stimmt schon. So, und da komme ich Gut. einfach nicht dran vorbei. Deswegen muss man sich dem Thema mal frühzeitig widmen. Und sei denn, man baut sich dann jetzt nur eine Spielumgebung, solange das jetzt hier nicht viel kostet. Das wird ein bisschen was kosten, je nachdem, wie lange man testen will, aber das ist sehr überschaubar. Also keiner kann heute sagen, ich kann mir das nicht leisten, das zu machen. Und auch wenn dann jetzt Unternehmensnachfolge ansteht und auch die IBMI-Mannschaft dünner wird, dann kann das schon sehr hilfreich sein.